Servus zusammen, ich bin Daniel Föst, der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Einige von euch werden sicherlich schon davon gehört haben. Andere, die in Berlin leben, wissen, worum es geht. Der Mietendeckel. Der Plan der rot-rot-grünen Landesregierung in Berlin, mit einem Preisregime günstigen Wohnraum hier zu regulieren. Das Gesetz gilt für 5 Jahre und besteht aus 3 Elementen. Erstens, die Mieten von fast 1,5 Millionen Wohnungen werden eingefroren. Auf den Stand vom 18. Juni 2019. Zweitens, wird eine Wohnung neu vermietet, muss der Vermieter die Miete vom Stichtag 18. Juni 2019 mitteilen und es gibt eine Obergrenze für den Mietpreis. Drittens, 9 Monate nach Inkrafttreten des Mietendeckels sind für bereits vermietete Wohnungen überhöhte Mieten verboten und können vom Mieter herabgesetzt oder moniert werden. Das ist gut für Berlin und das ist gut für die Stadt, denn Berlin muss bezahlbar bleiben. Wait a damn minute. Was wirklich hinter dem Mietendeckel steckt, die Wahrheiten und die Mythen, das erfahrt ihr jetzt bei Die Bank. Mythos Nummer 1: Der Mietendeckel schafft günstigen Wohnraum. Diese preislich regulierten Mietpreise führen nicht nur dazu, dass weniger Wohnungen gebaut werden, es wird auch schlichtweg weniger in die Wohnung investiert. Es gibt sehr viele Investoren, allen voran die Genossenschaften, die die besten Vermieter sind, die sagen in Berlin, wir ziehen uns zurück, wir investieren deutlich weniger. Wenn es sich überhaupt nicht mehr rentiert, wegen dieser staatlich festgelegten Preisdeckel zu sanieren, einen Aufzug einzubauen, energetisch zu sanieren, was fürs Klima zu tun, dann wird das auch keiner machen. Am Ende schadet der Mietendeckel nicht nur den Mietern, die keine Wohnung mehr finden, er schadet auch dem Klima, weil keine energetische Gebäudesanierung mehr stattfindet. Und wir werden auch ein Problem bekommen mit älteren Generationen. Es wird nicht mehr altersgerecht umgebaut. Das alles ist eine Folge des Mietendeckels. Mythos Nummer 2: Die Spekulanten sind schuld an den hohen Mieten. In den letzten Jahren ist der deutsche Immobilienmarkt sehr interessant geworden für Anleger. Zum einen, weil es überhaupt keine Zinsen mehr gibt, aber auch zum anderen, weil wir einen hohen Investitionsbedarf in den deutschen Immobilienmarkt hatten. Da sind auch Rentenfonds dabei, bei denen ältere Damen und Herren sich ihre Altersvorsorge sichern. Es gibt schwarze Schafe unter den Investoren, ganz klar. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir Investitionsgeld. In Deutschland fehlen 1,5 Millionen Wohnungen. Gerade in Berlin hat im Jahr 2005 das Land zehntausende Wohnungen verkauft, weil die städtischen Wohnungsbaugesellschaften abgewirtschaftet waren, weil sie fast bankrott waren, weil der Wohnungsbestand verfallen ist. Also das Land Berlin hat zehntausende Wohnungen verkauft und seitdem keine neuen mehr gebaut. Der Mythos ist also auch falsch. Es sind nicht die Investoren, die die Preise treiben, sondern auch das Regierungsversagen in Berlin. Insgesamt ist das eine sehr komplexe Materie. Und mit dem Finger auf einen Schuldigen zu zeigen, wird weder dem Problem gerecht, noch ist es der richtige Weg zur Lösung. Mythos Nummer 3: Durch den Mietendeckel findet man einfacher eine Wohnung. Wegen des Mietendeckels wird weniger in Wohnraum investiert. Das heißt, der Mangel an Wohnungen nimmt zu. Entweder der Wohnungsbestand wird sich stark verschlechtern in Berlin oder wir werden Situationen erleben, wie wir sie aus Stockholm kennen. Wartezeiten für Mieter von 11 bis 30 Jahren, um eine Wohnung zu bekommen. Es wird auf jeden Fall nicht leichter und schöner in Berlin zu leben. Harte Tatsache, ImmoScout hat nachgewiesen, seit Einführung des Mietendeckels ist das Angebot an Mietwohnungen um 25% eingebrochen. Die Nachfrage steigt, weil Berlin wächst. Gleichzeitig ist ein Viertel weniger auf dem Markt. Das heißt, es schauen sich nicht mehr 500 Damen und Herren eine Wohnung an, sondern am Ende vielleicht 1000. Und die Wohnung kriegt der Besserverdienende. Die Wohnung kriegt nicht die alleinerziehende Mutter mit Kind und Haustier, sondern der, der ein gutes Einkommen hat, der allein für sich sorgt. Am Ende verschärft der Mietendeckel in Berlin die soziale Selektion. Und das kann es ja echt nicht sein. Das Fazit, oder wie wir Bayern sagen, das Ende vom Lied: Der Mietendeckel hilft in erster Linie denjenigen, die sich Berlin eh schon leisten können. Derjenige, der jetzt schon die teuren Mieten zahlen kann in Berlin, der profitiert am meisten, weil das Preisregime Berlins für ihn die Miete am deutlichsten senkt. Ein großes Problem ist zudem, er ist wahrscheinlich verfassungswidrig. Die Länder haben keine Kompetenz, das Mietrecht zu regeln. Das ist eine Bundesangelegenheit. Wir müssen die steigenden Wohnkosten in den Griff bekommen. Das ist die soziale Frage unserer Zeit. Aber Preisregulierung, wie es das Land Berlin versucht, das wird scheitern. Wir müssen mehr bauen, wir müssen schneller bauen, wir müssen günstiger bauen. Wer dem Mieter Macht geben will, der muss Wohnraum schaffen. Großartige Chancen liegen übrigens auch auf den Flachdächern und Dachböden unserer Häuser.
Wir können aufstocken und ausbauen. Das würde 1,5 Millionen Wohnungen in ganz Deutschland schaffen. Wir brauchen einen Baukosten-TÜV. Wir müssen mal die Frage stellen, ob jede Regelung von diesen 20.000 Normen, Gesetzen und Regelungen wirklich notwendig ist. Wir müssen die Frage stellen, ob alles das, was das Bauen verteuert ist, wirklich notwendig ist. Erst dann, wenn wir günstiger bauen, werden wir auch günstiger wohnen. Wir haben massiven Baulandmangel. Das heißt, Kommunen und Gemeinden müssen auch mal Bauland ausweisen. Aber eine große Chance liegt auch auf den Flachdächern und Dachböden unserer Städte. Das ist Bauland, wo der Boden bereits bezahlt ist. Wenn wir in Dachausbau und Dachaufstockung investieren, können wir 1,5 Millionen Wohnungen deutschlandweit schaffen. Was wäre das für ein großer Gewinn? Dazu noch günstig, weil ich kann es modular und seriell machen. Und wie erwähnt, der Boden ist bereits bezahlt. Wir müssen nicht nur mehr, schneller und günstiger bauen, wir dürfen auch den ländlichen Raum nicht ausbluten lassen. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Ballungszentren größer denken. Der ÖPNV muss auch die Umlandgebiete besser einbinden. Gleichzeitig dürfen wir den ländlichen Raum nicht so vernachlässigen, dass die Menschen gezwungen werden, in die Stadt zu ziehen, weil sie keinen Job mehr haben am ländlichen Raum, weil sie keine Ärzte, keine Schule, keine Infrastruktur haben. Das gehört auch zu dem Problem der hohen Wohnkosten. Wir als FDP-Fraktion haben einen detaillierten 10-Punkte-Plan vorgelegt, wie wir die Wohnkosten in den Griff bekommen. Wir müssen die Wohnkosten in den Griff bekommen, das ist die soziale Frage unserer Zeit. Mein Name ist Daniel Föst. Ich bin der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Diskutiert mit uns, wir wollen dieses Problem lösen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Mythen rund um den Mietendeckel aufklären. Wie immer haben wir alle Zahlen, Daten, Fakten, Quellen im Dokument in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr die Folge zum Mythos Mietendeckel und die anderen Debunk-Folgen interessant fandet, abonniert einfach den Kanal, es lohnt sich.